Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sea of Thieves. Hier vorne seht ihr schon unsere erste Beute, ein kleines schnuckliges Schiffswrack. Das habe ich zufälligerweise jetzt hier mal entdeckt. Gucken wir da rein, weil es ist sehr speziell gesunken, das Schiff. Wir gucken mal rein. Ganz zufällig direkt neben den Arena-Spot. Ich frage mich wirklich, was die daraus machen. Wünschenswert wäre wirklich, wenn die daraus ein Tortuga machen würden für alle Spieler. Das wäre, glaube ich, eine schöne Sache. Schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, was damit alles passiert. Oder passieren könnte, besser gesagt. Und ja, ich würde es mir wirklich sehr, sehr wünschen, dass da irgendwie mehr entsteht als so ein altes, verwittertes Mahnmal an Arena. Da gucken wir auch einfach mal hin, ob die NPCs überhaupt noch da sind. Das würde mich mal auch mal brennend interessieren, wenn wir schon mal zufällig hier sind. Und ja, aber zuerst gucken wir hier mal in das Fragorino rein. Oh, der erste Klimmtauchzug hat sich gelohnt. Den letzten Mal haben wir ja die neue Athena-Quest gespielt. Und wie gesagt, die neue Athena-Quest, die ist sehr lohnenswert. Aber da wir uns in dem Video noch nicht ganz so sicher waren, aber wir trotzdem die ganz starke Vermutung hatten, dass der Tornado da angezeigt wird, diese riesige Wasserhose in der ganzen Welt, hat sich bestätigt. Ne? Das heißt, boah, jetzt dachte ich, kurze Frage wäre weg. Das heißt, diese Wasserhose am Schluss dann, mit diesem großen Kampf, wo man dann auch noch leisten muss, ist auf der, ja, ist so zu sehen wie ein Schädel, ja, von einem Raid. Kann man jetzt sagen, was man will, na? Ist halt ein großes Schild wie, hallo, hier gibt's Loot. Ja, und für die ganze Arbeit, wo man vorher gemacht hat, etwas, das Ganze vorher okay, na? Aber das danach, die Schiffsschlacht, na, ist ja das eine, na? Ihr müsst ja die drei Forts zerstören oder vier waren es, ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Und da die dazugehörigen Schiffe auch noch, wenn sie einen behindern. Aber daran kommt man gar nicht dran rum, die nicht zu versenken. Und dann müsst ihr noch das Fort selber plus deren Schiffe versenken, wenn ihr euch angreift. Was logisch ist, ne? Sag ich ganz ehrlich, okay, Superbuff, den nehme ich mit, den Schädel lasse liegen. Ich finde, ist ein bisschen fader Beigeschmack. Da wird Raiden wahrscheinlich groß geschrieben, so böse es klingt. Weil es ist halt einfach, ne? Und vor allem, wenn man nicht den Tornado, also wenn man den Tornado sieht, man muss auch nicht direkt hinfahren. Man sieht ihn, stellt sich vielleicht in der Nähe irgendwo hin und dann wartet man, bis der Tornado verschwindet, weil wenn der Tornado verschwindet, wurde der Raid ja geschafft. Es bietet wirklich viele Möglichkeiten, da Spieler von vorne bis hinten zu bestehlen und halt wirklich in ihre Suppe zu spucken, weil die Fahrt, die dauert schon ein bisschen. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass die in einer halben Stunde fertig ist. Ihr müsst schon da erst A, dann B, dann C, feine Gewürze, lecker Schmecker und so weiter und so fort durchdaddeln. Also es dauert schon seine Zeit. Klar, die erste Hälfte ist komplett inkognito. Inkognito, ja. Und da wird man nicht gesehen. Von anderen Spielern quasi, außer wenn man halt auf der Karte gesehen wird. Die zweite Hälfte hingegen ist halt, ja, knallschwer. Je weniger man ist, desto schwerer, ne? Und du hast hier nochmal die zusätzliche Gefahr, dass halt dieses Event auf der ganzen Map gesehen wird und du jederzeit von anderen Spielern angegriffen werden könntest. Wenn es Reaper sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass man angegriffen wird. Und ja, ist ein bisschen, da muss man dann schon Glück haben, auf den Server zu kommen, wo man nicht dauernd angegiftet wird. Will ich mal ganz böse sagen. Und ja, na, andererseits, ihr bekommt da auch, ihr bekommt, können wir da überhaupt rein? Okay. Ihr bekommt da auch
Schön. Sorry, jetzt komme ich hier gar nicht mehr zu reden. Ihr bekommt auch eine Athena-Flagge da auf Stufe 5. Angeblich mit einmal diese Fahrt zu absolvieren. Angeblich, ne? Das ist aber halt das Nächste. Ist zwar schön und gut, ne? Aber halt. Na? Ich weiß nicht, ob das auf Dauer so die große Entspannung sein wird für Legenden. In Anführungszeichen. Und Entspannung auch in Anführungszeichen. Ne? Weil ist halt schon ein guter Aufwand und es kann sehr viel schief gehen. Bei der normalen Legendenfahrt, was kann da großartig schief gehen? Selbst wenn man Devil's Raw unterwegs ist, wo man gefühlt von jedem zweiten Vulkan versenkt werden kann. Na, kann eigentlich nicht so viel schief gehen. Klar kann man auch von anderen Spielern versenkt werden und, aber hm. Dann kommt der zweite Punkt natürlich auch noch. Wie abwechslungsreich wird es dann letztendlich sein? Die Truhe brauchen wir nicht mitnehmen. Nehmen wir lieber die hier mit. Und das ist halt das Nächste. Die haben eine gewisse Abwechslungsreichtum versprochen für die Quest. Na, mit neuen Rätseln und da. Aber die Frage ist dann, wie wird es abwechslungsreich sein? Ist die Abwechslung schon, dass der Tornado, oder besser gesagt die Wasserhose, da in der ganzen Map verteilt ist? Oder gibt es wirklich Abwechslung? Da ist ein High Reno. Nein. Don't bite me in my ass. Lass mich doch hoch, du Otto. Willst du meine Truhe haben? Hallo? Nö, der schwimmt da wieder weg. Sauhund! Und ja, das ist etwas so. Und ja, da kam er wieder, der Schlawiner. Das ist das Einzige, wo ich sage, ja, muss man einfach abwarten, ganz ehrlich. Ich werde sehr wahrscheinlich nochmal demnächst die Quest spielen. Ich werde meinen Kameraden auch nochmal fragen, ob er Lust und Laune nochmal hat, die nochmal zu spielen. Aber ich das einmal mit der Flagge nochmal testen, hinterfragen will, ob so eine Athena-Flagge auch wirklich auf Stufe 5 kommt, während so einer Quest. Und zweitens einfach nochmal zu gucken, wie abwechslungsreich es ist, tatsächlich ist. Und ja, da hinten ist wieder ein Raid. Ich hau mein kleiner Frotz, du wirst heute nicht von mir gemacht. Gucken wir mal, was hier jetzt los ist. Das ist einfach traurig zu sehen, ne? So, die haben so viel Aufwand da reingesteckt. Und am Ende festzustellen, ja. Das war halt doch nur der Hype Train. So, das. Ich sag nichts. Ich reg mich nicht auf. Das war wohl doch nur der Hype Train. Weil so viele Spieler das anfangs gespielt haben, weil Fortnite rausgekommen ist. Na? Ich sag nichts, ich habe alles prophezeit, es ist leider alles wahr geworden. Deswegen verhalte mich ruhig. Ich habe mal vor unzähliger Zeit da ein paar Videos dazu gemacht, habe eins auf den Deckel bekommen von der Community. 2, 3 Stück, weil ich solche bösen Sachen sage, die sich jetzt letztendlich alle bewahrheitet haben. Also von dem her. Ich kann nur grinsen und mir denken, ich hab's euch doch gesagt. Tut halt einmal nur die rosa-rote Brille runter. Aber egal. Da mache ich mich nicht verrückt, da mache ich keinen anderen verrückt. Ist halt nur so, ne? Okay, die Schiffstante ist noch ganz normal da. Also werden auch hier alle Händler funktionieren. Also ist das einfach bis jetzt nur noch ein zusätzlicher Außenposten. Schön groß zusätzlicher Außenposten. Kann man sich wenigstens auf die Stühle hocken. Wenigstens das geht. Das ist schön. Das ist schön. Das finde ich wirklich ein schönes Feature, dass man sich jetzt wirklich auch hinsetzen kann. Gemütlich auch miteinander chatten kann, was auch immer. Oder hier auch einfach die Zeit genießen kann. Das ist die. Ah ja, das ist Merrick Schiff. Die Killer Whale, oder? Ja, die Killer Whale. Das ist auch so ein Ding. Müsste man auch mal zu den Wrack hingucken. Ich bin da, glaube ich, sogar in der Nähe.
Müsste man auch mal hingucken, wie und was und wo. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Weil ich vermute, dass die Bongos, also die normalen Händler, die werden da sein. Ja, die sind ja da. Hallo, hallo, hallo. Die tun mir ein bisschen leid, ne? Keiner kommt zu denen mehr. Auch generell, wie das Update rausgekommen ist. Man hat einmal hingeguckt und dann ist man nie wieder hierher gegangen. Weil du für den Modus, um hier reinzugehen in den Arena-Modus, musstest du nochmal die Sitzung beenden und dann in Arena reinladen, anstatt du von hier weggeladen wirst. Komplett bescheuert. Egal, mal gucken. Steht hier oben noch jemand? Sie steht noch. Okay. Hallo? Wir haben geschlossen. Was ist denn hier los? Das war die glorreiche Säbelrassler-Taverne, das Heim der Arena. Jetzt ist sie ein Denkmal für die Tor, für meine Torheit. Als ob mein Bruder sich ändern würde. Aha, er war immer schon impulsiv, doch ich hatte gehofft, er wäre erwachsen geworden. Wie auch immer, wir haben, wie gesagt, geschlossen. Hast du hier das Sagen? Ha, das dachte ich auch immer. Der Marco und ich sollten ein Team sein. Wir haben diesen Ort aus nichts hochgezogen, damit wir Sea of Thieves unser Zeichen aufdrücken konnten. Okay. Und dann verkündet er eines Tages, dass die Säbelrassler sich auflösen, ohne mich vorher zu fragen. Aha, ich war so schockiert, dass ich ihn nicht mal geschlagen habe nach allem, was wir durch. Ich hasse es, dass er mich so hintergangen hat, aber dass ich den Grund nicht kenne, macht mich irre. Was wirst du jetzt tun? Wer weiß, meine alte Crew wird sich mittlerweile in allen Himmelsrichtungen verstreut haben. Ich weiß nur, dass ich nicht bei meinem Vater um Arbeit betteln werde. Die Tochter des Piratenlords sollte in der Lage sein, ihr Glück auf den Wellen zu machen. Tochter des Piratenlords. Ja, 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 da war ja was. Und wenn mich das weit, weit weg von meinem lieben Bruder treibt, dann ist das eben so. Okay, also auf Deutsch gesagt, was sagt Rare mit dieser Aussage? Wir wissen nicht, was wir hiermit machen sollen. Selbst die schreienden Leute, wo es seit Tag 1, wo SOT rausgekommen ist, gesagt haben, bitte, bitte, liebe Entwickler, macht so eine Art Tortuga, das finden wir mega geil. Jetzt hat man hier ein cooles Setting. Man braucht es nur noch einen Stüpser zu geben, dann wäre es Tortuga. Ich fände es geil. Ich fände es geil, ganz ehrlich. Was meint ihr? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Würde mich wirklich brennend interessieren. Ich finde es wirklich toll finden, wenn es halt ein Ort der Zusammenkunft wäre und kein Ort der Gegensätze und Anfeindungen, so wie das vorher eigentlich war, auf Deutsch gesagt. Na? Und das soll hier jetzt nur noch so, ja, es ist halt jetzt da einfach nur noch. Ich find's ein bisschen schade, das hat hier jetzt so viel Potenzial, ein Tortuga zu werden. Es braucht hier nicht mal viel Arbeit, es umzuändern. Da hinten ist ein Schiff. Nee, das ist eine Laterne. Da hinten ist eine Laterne drauf. Auf der Insel. Was ich damit sagen soll, es ist da nicht viel Arbeit. Also die Insel kann man ja 1:1 übernehmen. Man muss halt einfach nur diese Dinger hier wegmachen, wo überall dieses schändliche Arena-Zeichen drauf ist und sagen, yo Leute, wir machen hier raus Tortuga. Schöne Sache. Ich fände es toll, viele Millionen andere Leute würden es toll finden. Aber naja, das bleibt abzuwarten, was hier Rare tatsächlich daran draus macht. Ich fände, würde es wirklich gut finden, so eine Art Tortuga hier draus zu machen. Man könnte vielleicht noch ein, zwei Gebäude hinzufügen. Na, aber hier, der Grundstein ist ja gesetzt. Das ist ja gesetzt. Es gibt sogar hier einen Jump'n'Run da drüben. Na? Das wissen wahrscheinlich auch die wenigsten, dass hier sogar Jump'n'Runs und anderes Zeug gibt. Platz nehmen kann man, da kann man sich auch hinsetzen. Hier kann man nichts machen. Und ja. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass halt boah, einfach so hingeflaggt. Naja, bleibt abzuwarten. Ich finde es auf jeden Fall toll, wenn hier ein paar andere Sachen dann geschehen würden. Und es nicht einfach so für immer und ewig
da stehen bleibt. Und hier ist das böse Jump'n'Run. Oh Gott. Oh Gott. Das. Ihr merkt schon, ich bin eingerostet. Wir springen das jetzt nicht durch. Wir springen das jetzt nicht durch. Ich müsste mal wieder ein paar Tall Tales spielen, dass ich wieder geschmeidig praktisch gut bin. Und ja. Ist ein bisschen schade. Wirklich, wirklich. Bisschen schade, dass es hier so ein... Ja. Heruntergekommener Ort ist auf Deutsch gesagt. Besser kann man es eigentlich gar nicht beschreiben. Fahren wir einfach jetzt hier durch, weil der Ort hat hier definitiv großes Potenzial. Man müsste hier nicht mehr große Änderungen durchführen, um hier wirklich was richtig Cooles auf die Beine zu stellen. Weil es ist ja alles da, genug Anlegestellen. Mein Ding wäre halt, man müsste halt, ich glaube hier und da sind Kanonen noch installiert, die würde ich halt dann wegmachen. Beziehungsweise, na doch, man kann die schon da lassen. Ist ja Tortuga, ist ja eine Piratenfestung. Also ich würde es wirklich toll finden. Ist das da hinten? Nebel? Man müsste eigentlich auch mal, Moment, in welche Region sind wir? Dann können wir das da auch mal gucken. Reaper ist es, haha. Reaper. Golden Sands. Wir fahren mal nach Golden Sands, würde ich nochmal gucken. Dass wir hier heute ein, zwei Mysterien auflösen. Gehen Westen. Weil mich würde mal interessieren, ob da jetzt NPCs rumgammeln, die wir in der letzten Quest befreit haben. Was heißt doch, in der letzten, im letzten Abenteuer. Würde ich zwar irgendwie noch nicht so ganz sagen... Also es wäre cool, wenn die wenigstens da wären. Bin mal gespannt. Auch irgendwie lustig. Ich sag nichts, weil Golden Sands wurde schon schon ein paar Mal heimgesucht auf Deutsch. Deswegen habe ich auch in den letzten Parts immer, wo wir die Adventures gespielt haben, immer gesagt, es fühlt sich nach Mikrowelle an. Nicht frisch gekocht, sondern Mikrowelle einmal warm gemacht. Kann zwar immer noch schmecken, na, aber... Es scheint immer noch nicht lebendig zu sein. So wie es hier aussieht. Ja. Ist immer noch volle Kanne eingenebelt. Also ich bezweifle auch, dass hier jetzt irgendwie NPCs oder irgendwas anderes da sein wird. Da sind Leute was. Ja. Da kommen wir mal hin. Ankel! Pow! Bin mal gespannt. Ui. Hä, wie hat das Wasser hier ausgesehen? Hell dunkel. Hell dunkel. Hell dunkel. Okay. Ich meine, warum ist es hier? Das ist irgendwie sehr komischer Nebel. Hinten ist da ein Schiff. Ist immer noch eine Schutt und Asche hier. Ich schätze mal, ist immer noch keiner hier drin. Ja, ist klar. Nicht mal irgendwie am Aufräumen oder sonst was. Habe ich mir angesagt. Angesichts. Moment, dieses Bild ist... Moment. Angesichts dieses Bildes schon gedacht. Aber egal. Da bin ich übrigens auch noch nicht fertig, also keine Angst, ich habe jetzt nur das da gemacht. Wenn ich mal Zeit und Ding habe, dann gucken wir mal, wie wir das zusammen da lösen. Und ja... Tue ich da euch mit reinziehen mal, wenn ihr wollt natürlich. Und ja. Okay, also ist hier immer noch nichts. Ist der Baum hier neu? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Was ist das? Ach so, das ist einfach ein Vor. Das ist einfach ein neues Vor.
Ja. Ansonsten ja leider nichts los. Oh, wir können Goldhorder sein. Schade. Schade, 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 schade. Das ist wiederum bis. Hauptsache, man kann. Hauptsache, das hier geht. Geht auch die Pinnwand noch? Ja, die Pinnwand geht natürlich auch. Meine Karten. Ich hab gar nichts mehr. Kann man hier Schiff? Ja, das geht auch noch. Okay. Schade. Schade. Ich habe mir jetzt ein bisschen gehofft, dass hier wenigstens die Bewohner sind und hier irgendwie versuchen aufzuräumen oder was weiß ich, ne? Aber scheinbar. Schade. Schade, schade. Ein bisschen enttäuscht. Ah, erstmal anzünden sich selber, danke sehr. Darunter kommt man ja auch nicht. Nee. Alles zu. Hauptsache, ich verstehe es nicht. Das ist auch so ein Ding. Hier gibt es ja eine Treppe, wo man niemals hochkommt. Wäre auch mal cool, da wirklich da oben was zu dingsen. Aber egal. Schade, schade, schade. Okay. Hätte ich jetzt hier wirklich mehr vermutet? Wenigstens ein bisschen was, ne? Aber so ist ja wirklich hier totale, tote Hose. Okay, dann haben wir das. Diese Experience auch mal gelöst. Jetzt wissen wir, dass hier immer noch nichts los ist. Dann müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Wochen warten, bis das nächste Update kommt. Na? Aber ich glaube, das wird immer weiter spinnen und weiter spinnen. Schade. Das einzige andere, was wir noch irgendwie gucken könnten, wäre mal, ob das Schiff von Merrick noch untergegangen ist, in Anführungszeichen. Also als Wrack immer noch da ist, wo es sein sollte. Das wäre das Einzige. Bei Merrick Schiff, die Killer Whale, die ist ja abgesoffen damals. Und die hat ja die Legendentante jetzt wieder hochgeholt. Und jetzt steht die ja als Riff bei den Koordinaten. Wo war das circa? Hier, beim Reaper. Hier so ungefähr so. Oder was hier? Ich weiß es nicht. Irgendwie da so rum. Es ist halt die Frage, ob das Schiff da noch bei dieser einen unmarkierten Insel bei. Ich habe die Koordinate vergessen. Irgendwas 16 war es, glaube ich. So, in den Ding. Nee, oder J. Oder N13 oder so. Irgendwo war da mal eine nicht markierte Insel. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Aber naja, das ist mal vielleicht für ein Video für die Zukunft. Da müssen wir mal gucken. Aber hier jetzt fürs Erste wollte ich mal gucken, was jetzt mit den Reapern los ist. Das haben wir jetzt auch gemacht. Und habe noch ein paar Sachen zum letzten Update gesagt und so generell. Und ja, wie gesagt, Vorschläge alles gerne in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich hierfür für dieses kleine nette Video. Und ja, hoffe, ihr hattet ein bisschen viel Spaß. Ein bisschen Spaß. Und ja, bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.